und ich gehe zurück in die Marsch. So, und da würfel ich auch. Übrigens, ein Pferd erhöht jetzt nicht die Bewegung auf der Karte. Das sind so weitläufige Gegenden, dass das sich nicht auswirkt. Zumal in der Marsch wird das Pferd eh nicht sogar wahnsinnig viel bringen. Da kommt das auch nicht so super toll voran. Naja, also generell, Pferde ersetzen einfach für Bewegungsproben den Wert des Helden durch ihren eigenen, weil man einfach auf dem Pferderücken dann ja, davon reitet, wenn man irgendwo fliehen muss und dann eben schneller ist. So, ich habe jetzt die 93 gewürfelt für eine Begegnung im Marschland. Nasskalte Moorleiche. Bei nebliger Nacht wird die Gruppe von einer nasskalten, halbverfaulten Moorleiche heimgesucht. Der Zombie aus dem nahen Moor schnappt sich aber nur den W-dritten Abenteurer bei seiner einsamen Nachtwache. Ja gut, das heißt, es wird jetzt hier tatsächlich ausgewürfelt, welcher der ersten drei Abenteurer hier gegen den kämpfen muss. Alleine. Super. Okay. Ja, hauen wir mal rein. 2 ist der Zwerg. Dann 1, 2 ist ja dann der erste. Prima. Ja, das heißt, Xalfax darf jetzt mit einem W plus 4 im Nahkampf gegen das Vieh antreten. Ja, 7. Ja, die hat ein W6 plus 3, ist also nur unbedeutend schwächer. Eine 7. Zack. Ja, weiter geht's. Die anderen brauchen noch was zum wach werden. Er ist also wieder dran. Oh, das ist doch was. Er hat eine 10. Und die Moorleiche, wow, hat eine 9. Das heißt, die kriegt einen Schadenspunkt, hat einen Rüstungswert von 1. Und jetzt kommt tatsächlich hier seine Fähigkeit Panzerstich zum Tragen. Normalerweise würde also dieser eine Schadenspunkt von der Rüstung ja, absorbiert. Jetzt kommt er aber durch. Das macht den einen Schaden, den er brauchte, und er hat den Kampf gewonnen. Wow, da hat sich diese Fähigkeit ja schon gelohnt. Ja, auch sowas kann es geben, dass die Gruppe mal ausgeklammert wird und nur ein einzelner Charakter gezwungen wird zu kämpfen. Also das Spiel ist für jede Überraschung gut, sozusagen. Ja, was bringt mir das denn, den besiegt zu haben? Erstmal einen Ruhm und sage und schreibe 3 Gold. Ja, hat er so richtig den dicken Fang gemacht. Kriegt also erstmal 3 Gold. Meine Ehre steigt auf 15 an und mein Ruhm auf 3. Da habe ich ja wieder Punkte, die ich ausgeben kann. Kann ja schon wieder einer was steigern. Ja, wenn der Krieger, also der Zwerg, es schafft, auf Geschick 4 zu kommen, kann er sogar beidhändigen Kampf erlernen. Das heißt dann nicht nur mit Schwert, also mit Axt und Schild, sondern auch mit 2 Äxten in den Kampf ziehen. Das ist ja schon mal was. Ob es dann aber wirklich lohnt, hier den Rüstungswert dann für zu minimieren, sei dahingestellt. Wobei, doch, das lohnt schon sehr. Man muss halt nur die entsprechenden Waffen dabei haben. Okay, das war's auf jeden Fall. Mein Ereignis in der Marsch ist zu einem guten Ende gekommen. Ich könnte jetzt nochmal in den Wald gehen, auch wenn ich mein letztes Abenteuer dort nur knapp überlebt habe. Aber heute war ich da ja noch nicht. Also geht's mal in den Wald. Und da muss ich auch würfeln. Oh, die 73 im Wald. Waldorks. 4 verlumpte Waldorks greifen die Abenteurer an. 2 von ihnen besitzen Schleudern. Ja, Nahkampf und Fernkampf.
Ja gut, dann Nahkampf plus Fernkampf. Warum denn nicht? Ein ganz klassischer Kampf, wie man ihn kennt, wie man ihn gewohnt ist und wie man ihn liebt. So, zack. 12 plus 15 macht 27. So, die Orks hingegen haben 4W6 plus 8. Sind also etwas schwächer, können das aber noch locker durch ein gutes Würfelergebnis ausgleichen. Jawohl, also hier hätten sie also 12, 14 plus 8 macht 22. Okay, 5 Punkte Differenz, die haben so eine dicke Rüstung, haben die nicht, Rüstungswert 1, ne? Das heißt, sie nehmen Schaden und das heißt, ich bekomme einen Ruhm für den gewonnenen Kampf. Damit auch einen Punkt Ehre. Jawohl. Und weil sie ja Räuber sind, haben sie fette Beute gemacht und W100 Gold dabei. Ja, dann hoffen wir mal, dass die gut was... Jetzt kriege ich natürlich 2 Gold von den Räubern. Das sind alles hier nur so Hungerhaken. Mittellose Gestalten. Echt kein Wunder, dass sie mich überfallen wollen. Ja, könnte fast ihn aus Mitleid schon Almosen geben wollen. So, ich bleib im Wald. Mal schauen, was da noch so kommt. Okay, das ist die 99. Ho, ho, ho. Der W3 plus erste Abenteurer der Gruppe ist versehentlich von tödlich giftigen Beeren, die man leicht mit Blaubeeren verwechseln kann. So, W3 plus 1 eine hohe Zahl, bitte. Jawohl, genau. Das ist nämlich der Zauberer. Na, W3, also 1, 2, 3 plus 1 wäre nämlich der. Und hier steht, wenn es einen Waldläufer oder im Wald heimischen Abenteurer trifft, muss er nicht würfeln, da er die Beeren kennt und sie nicht isst. Und der Elf ist im Wald heimisch, da ist er groß geworden, er kennt die Beeren, wunderbar, nochmal Glück gehabt. Aber echt, man kann sich hier aufgerüstet haben, wie man will, kommt sowas und man hat einmal Pech, ja, dann hat man auch wirklich Pech gehabt. So schnell kann es gehen, aber man muss auch damit leben, dass über kurz oder lang der ein oder andere seiner Abenteurer das Zeitliche segnen wird. Nicht umsonst ist ja hier so viel Platz noch auf dem Gruppenbogen für neue Charaktere. Und irgendwann werde ich auch nochmal einen neuen anwerben müssen, wahrscheinlich. Ja gut, das ist ja nochmal glimpflich ausgegangen. Dann geht es jetzt weiter. Ich bleibe im Wald. Oh, und habe die 81 erzielt. Hungriger Oger, das klingt nicht gut. Ein vor Hunger verzweifelter Oger lauert der Gruppe auf und greift an. Er schwingt eine große Zweihandkeule, die er sich offenbar aus einem Baumstamm geschnitzt hat. Nahkampf und Fernkampf. Okay. Ja, dann Nahkampf plus Fernkampf heißt 4W6 plus 15. Ja, das ist doch mal was. Das sind doch 16 Punkte hier, plus 15 macht 31. Damit kann man doch arbeiten. Und der Oger ist ja zum Glück nur alleine, das heißt, er hat nur 2W6 plus 15. Aber ein Rüstungswert von 2, der ihm nichts bringt, aufgrund meiner zwergischen Fähigkeit. Also, okay, das ist Kippe, kann ich noch mal würfeln. So, oh, der hat wirklich großen Hunger gehabt, der Arme. Der hat nur eine 3 gewürfelt. Ja, das sind 18 Punkte. Den Kampf habe ich wohl locker gewonnen. Ja, ich kriege einen Ruhm und der Oger hat einen magischen Schatz. 2W10 würfeln. Gut. Einmal Ruhm. Einmal Ehre. Und dann nochmal gucken, welchen magischen Schatz der Oger dann jetzt bei sich trägt. 2W10.
Okay, 2 und 3 macht eine 5. Ein Stärketrank. Der Trank erhöht die Stärke eines Abenteurers für die Dauer einer Runde um 1. Für den Kampf oder ein ganzes Verlies. Ja. Stärketrank. Okay. Wem gebe ich den jetzt? Kann ich den noch halten? Ja, das Problem ist, von meinen Schwachen sind allesamt gleich schwach hier, die letzten drei. Ist es jetzt, ja, ist es Glück, wem ich denn das gebe und wenn man es braucht? Komm, nimm die Diebe in den Stärketrank. Die hat also einen plus 1 Stärketrank erhalten. Mal schauen, was der so bringt. Okay, okay. Jetzt ist die Frage, bleibe ich im Wald oder will ich mich langsam mal irgendwo in eine Ortschaft zurückziehen und ein bisschen aufleveln? Jetzt habe ich ja schon wieder so ein paar Punkte da rumliegen. Auch ein bisschen Gold gemacht. Ja, dann kann ich wohl nach Gülravar gehen. Und das ist auch gar nicht so selbstverständlich, denn es muss ein Abenteurer im Wald oder Urwald heimisch sein, beziehungsweise in der Landschaft heimisch sein, von wo aus man dahin will, so verstehe ich das, um den versteckten Weg zu finden. So, mein Elf ist jetzt da heimisch, das heißt, er kann die Elfenstadt betreten mit der Gruppe und bringt sogar einen Zwerg mit. Das je verziehen wird, sei dahingestellt. Aber ich schau mal einfach, was da für eine Begegnung auf mich lauert. Bei 34 werde ich fündig. Einheimischer Elfenführer. Ein einheimischer Elf bietet sich für 10 Gold als Stadtführer an. Will die Gruppe das Angebot annehmen? Ja Gott, warum nicht? Die Gruppe kann schon in dieser Runde in Gülravar ausruhen und eine Spezialaktion machen. Ja, wunderbar. Das heißt, ja, komm, die gibt dann also die 10 Gold aus. Ist ja eh mehr oder weniger eine Gemeinschaftskasse hier. Also 10 zurück. Okay, und die können jetzt tatsächlich schon ausruhen. Ja, dann will ich doch mal meine Spezialaktionen machen. Vielleicht möchte der Zauberer erst einmal neuen Zauber lernen. Ja gut, und ich sollte vielleicht mal daran denken, dass der eben zaubern kann. Ich behandle ihn die ganze Zeit wie so einen stinknormalen Schwertkämpfer. Denn der hat natürlich hier plus 1, wenn er will, ne? Für eine Kampfrunde zumindest, durch seinen magischen Pfeil. Hätte mir eventuell in der einen oder anderen Situation was gebracht. Ja, um eine normale Fertigkeit zu erlernen, muss ich also 30 ausgeben. Ja, dann wird also erstmal der Elf einen Zauber lernen, das heißt 30 Gold abgeben. Der hat ja noch hier 20 und in seinem Geldbeutel hat er auch noch mal 20. Das heißt, es sind nur noch 10 da. Und er gibt auch einmal noch Ruhm aus. Das gehört ja dazu. Upp, nicht hier hin, sondern dahin. So. Dann wird gewürfelt, was für eine Fähigkeit er erlernt mit dem W10. 7. Die 7 ist der Feuerball. Ja, wunderbar. Das heißt, der kriegt eine Kampfstärke von plus 1 pro Gegner.
Okay, pro Gegner gibt der Feuerball also plus 1 im Fernkampf, aber eben, tja, maximal plus 3. Ist aber schon mal was. Plus 3 macht sich ja durchaus schon mal bemerkbar, haben oder nicht haben. Okay, der hat also schon seine Sache gemacht. Was macht der Rest? Dann würde ich mal sagen, steigert hier die Halblingsklerikerin ihren Geschickwert. Den braucht sie ja zum Heilen. Gibt einfach 2 Punkte aus und hat es dann. So, und ihr Geld kann gerne mal wieder zurückgehen. Zap, zap. Die hat also auch was gemacht. Ja, dann sind noch die beiden übrig. Mit 2. Ja, dann würde ich mal sagen, wird auch der Zwerg hier mal kämpfen lernen bei den Elfen. Kostet ihn ja die 30 Gold. Und er lernt die Fähigkeit Parade, die seinen Rüstungswert um 1 erhöht. Ja, und damit kommt er auf einen Rüstungswert von 5, was ja schon mal ganz ordentlich ist. So, und jetzt ist die Frage, was macht Lydia? Lydia hätte jetzt auch noch die Möglichkeit, was zu lernen. Oder aber was zu kaufen mit dem ganzen Gruppenvermögen. Aber reicht das denn, was die noch hat? Der Geldbasis. Ja, 7. Das macht 10, 20, 21. 23, 43 und die hat noch 58 da. Okay, das ist schon eine ganze Menge. Ja, gut, dann versucht sie tatsächlich nochmal ein wunderbares elfisches Kettenhemd für die Halblingsklerikerin zu bekommen, dass die dann auch gut gerüstet ist. Ja, dann darf sie ja noch einmal würfeln auf Intelligenz, um den Preis runterzuhandeln. Ja, hat wiederum nichts geklappt. Also zahlt sie ganz normal 80 Gold dafür. Okay. Dann. Ja, das ist sogar das, was sie genau noch hatte hier, wie ich das so sehe. Geht genau auf, ist sie bei 0. So, und den Waffenrock, den kann sie da jetzt auch wegtun. Ich habe übrigens hier einen kleinen Hinweis in der Preisliste gefunden, dass man Waffen wohl zum halben Preis verkaufen will, weil bei Silberwaffen angegeben ist, dass man sie zum Dreiviertelpreis statt zum halben Preis verkauft. Ansonsten habe ich das aber leider nirgendwo gefunden, auch nicht im Regelbuch unter dem Eintrag Verkaufen von Sachen, wo sowas ja eigentlich hingehören würde. Ja, da kann man eventuell nochmal nachbessern. So, dann hat sie jetzt also ein Kettenhemd oder eine Kettenrüstung. Ein Rüstungswert damit von 3. So, und da ja jetzt einiges an Zeit verstrichen ist, würde ich doch mal sagen, die Punkte hier kommen weg. War es das für heute?